jung und flexibel. Na, das wollen wir schließlich alle sein. Ganz ohne Zweifel, die sind es. Die entzückenden kleinen Schlangenmädchen des Horner Turnvereins in Hamburg. Sportakrobatik der Meisterklasse. Das werden Sie uns heute in der Sendung noch bieten. Freuen Sie sich also mit mir zusammen auf die Hamburger Showsternchen und Ihre faszinierende Vorstellung. Bis später, ja? Sie sind zwischen 8 und 12 Jahre alt und doch ist das, was die Hamburger Showsternchen bieten, bereits Weltklasse. Kautschuk-Akrobatik oder Kontorsionistik nennen es die Fachleute. Man kann es auch anders sagen, wenn die Schlangenmädchen sich verbiegen, dann meint man, sie hätten Knochen aus Gummi. Das ist ein Lehrstück in Sachen Flexibilität. Die Hamburger Showsternchen. Absolut fantastisch. Das ist hier Gerd Raquin, der Leiter und Trainer dieser Showsternchen, die ich absolut prima finde. Kann das jedes Mädchen? Nein, das sind ganz besondere Kinder, die da ausgesucht werden für. Das kann nicht jeder. Mhm. Wie oft trainiert ihr pro Woche? Dreimal. Dreimal. Und tut das nicht manchmal ein bisschen weh? Nein. Darf ich oben nochmal fragen, tut es manchmal weh? Nö. Auch nicht? Wollt ihr auch so Schlangenmensch später sein und vielleicht mal auch im Zirkus auftreten? Ja, kommt drauf an. Worauf? Ob es Geld gibt, genügend Gage oder so? Ja. Ja, nicht? Okay. Gut, letzte Frage an Sie. Diese Mädchen sind auch international sehr erfolgreich bei Festivals. Ja, wir haben mit verschiedenen Darbietungen bei internationalen Zirkusfestivals 8-mal in Gold, Silber oder Bronze gewonnen. Großartig. Ja. Für Sie und für Ihre Truppe. Alles Gute. Dankeschön, Gerd Raquin. Applaus.
Ja, die ostfriesischen Jungs. Ist ja. Das nicht ein schönes Gruppenbild mit Damen und Herren und Kuh? Mit Hilda, nein, Huldi. Huldi, genau, so heißt sie. Ja, bleibt uns noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Genau, bis zum nächsten Freitag. Genießen Sie es wie immer, Sie können. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag, 8:45 bei der aktuellen Schaubude. Bis dann, ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss, Wiederschauen.